Hallo Welt, da sind wir wieder. Hier vor dem 8. Polizeirevier. Und ich sehe gerade, können wir darauf? Ach so, nein, da geht es überhaupt nicht drauf. Nun gut, wir haben hier fertig. Wir sind auf der Suche nach Eddie Winters Holobändern. Und wir haben uns fest vorgenommen, sie zu finden. Dafür schauen wir jetzt erstmal auf der Karte nach, wo wir sind und wo das nächste Holoband ist. Ja, zwar ist dieser Marker hier ziemlich dick verglichen mit dem hier. Dennoch scheint es mir hier etwas näher zu sein. Polizeirevier Südboston. Und wenn ich jetzt wüsste, wo wir sind hier. Nein, das ist die USS Constitution. Wo sind denn wir? Wo sind wir denn? Hier sind wir. Moment. Ja doch, dann ist das hier, das dicke ist näher. Der etwas größere Marker hier. Dann müssen wir also uns ein wenig nach rechts begeben. Naja, werden wir schon finden. Was war da drin? Köder? Körper. Ich habe das jetzt nicht gelesen. Ich dachte, da stand einer. Was ist denn hier los eigentlich? Wer ist das? Diamond City Sicherheit? Aha. Willst du dir eine Sammlung aufbauen oder was? Ja, ganz genau. Woher weißt du das? Ja, aber so viel ist jetzt hier auch nicht drin. Ein paar Kronenkorken, okay. Das Commonwealth kann einen echt runterziehen, wenn man es zulässt. Dieser Ort macht Menschen zu Monstern. Ja, soll ich denn hier nicht mal schlafen gehen eben? Der hat gar nichts gemerkt. Das ist mir auch eine Wache. Wir hätten ein Foto machen sollen und es daneben legen sollen, dann hätte er sich wahrscheinlich geärgert am nächsten Tag. Ah, wir werden noch weiter rechts rüber müssen, höchstwahrscheinlich. Wollen wir? Fleisch vom Mischlingshund. Du bist fertig, Valentine? Ja, wir werden hier rüber müssen. Da waren wir auch schon. Ja, wir sind auf dem richtigen Weg. Ach du meine Güte, Pier der Küstenwache, da wissen wir doch ungefähr, wo das liegt. Da brauchen wir die Karte jetzt gar nicht mehr. Eingelegtes Fleisch findet man ja auch nicht jeden Tag. Maulwurfsrattenfleisch. Na gut, wenn der Koch sowas gegrillt hat, dann wundert mich das nicht, dass er es nicht geschafft hat. Nur ein Jaguar. Nicht so laut. Ein verkrüppelter Jaguar. Endgültig weg. Wo ist er hin?
Oh nein. Aber irgendwie war der doch auch vergiftet jetzt. Ach so, durch unsere Machete? Nein. Hat Valentine was Vergiftendes? Egal. Der Zwischenfall mit dem Yaogwai soll uns aber nicht weiter stören. Weiter geht's zum Pier der Küstenwache. Da dürfte uns jetzt aber nicht mehr allzu viel erwarten. Kein Widerstand. Wir waren vor kurzem erst da. Moment, wir waren vor kurzem erst da und haben Eddie Winters Soloband nicht gefunden. Das ist ja ein Ding. Naja, dann gehen wir mal oben rein hier, brav. Kronenkorken, 15 Stück. Ach, das Messer nehmen wir auch mal mit. Vielleicht ist da ja Plastik drin. Wie konnten wir dieses Holoband bloß übersehen und diesen Safe in der Ecke? Dann haben wir hier aber nicht richtig nachgesehen, als wir hier waren. Geschafft. Oh, so viel, was wir gerne mitnehmen würden. Ja, aber so viel können wir nicht tragen. Egal. Nachricht an Claire Posinski. Es ist an der Zeit, über einen Urlaub nachzudenken. Wie klingen 6 Wochen in Irland? Dublin, Galway Bay, Waterford. Vielleicht eine Woche in der kleinen Herberge in Kilkenny. Und keine Sorge, wir müssen meinen Cousin Stephen nicht mitnehmen. Soll er doch allein aus dem Land flüchten. Ich habe ihm gesagt, er soll den Bullen bedrohen, nicht mit einer Schrotflinte den Kopf wegblasen. Von mir aus kann er in der verlassenen Fischerei am Union Wharf verrotten. Liebe dich. Eddie Winter, Ende der Aufnahme. So, so. Auf zum nächsten Punkt. Aber jetzt gucken wir nochmal auf die Karte. Um herauszufinden, wo ist denn der nächste Punkt? Oh ja, da wären wir nämlich jetzt wahrscheinlich eher in diese Richtung hier gegangen. Und das Polizeirevier Natick ist da. Was ist denn hier noch in der Nähe? Lake Cochituate. Cochituate. Ja gut, dann nichts wie hin. Moment, standen wir haben wir in die richtige Richtung geguckt hier? Jetzt so ungefähr. Also Richtung Westen müssen wir. Gut, wir können ja schwimmen. Nanu, wo ist Westen? Da ist Westen. Ja, das Wetter könnte jetzt schöner sein, aber wenigstens ist es nicht Nacht.
Naja, und wir laufen durch den Wald. Das Blätterwerk hält ja auch ein bisschen Regen ab. Obwohl hier Blätterwerk? Na, wohl eher nicht. Hier gibt es eine Menge Strahlung. Wir sollten von hier verschwinden. Oh ja, ich merke das schon. Wir haben einen Koffer übersehen oder so etwas. Nein, hier war nichts. Ach, das ist das. Ja. Durch die Strahlung hier, die ist so hoch, da haben wir gleich Feuer gefangen, als wir hier waren mal und uns das angeguckt haben alles. Ist schon ein paar Folgen her, aber das war gar nicht mal so uninteressant. Ja, die ganze, das war, glaube ich, das Versteck des Elektronikers oder so. Er hat nichts mit Automatron, glaube ich, zu tun, dachten wir aber. Und ja, das war halt voller Fallen irgendwie. Das war eine recht spannende Folge auch. Sehr interessant. Und zum Ende hin, ach, hier sind wir. Und zum Ende hin haben wir, wie gesagt, noch Feuer gefangen. Wow. Okay, da habe ich jetzt wenig Lust drauf. Majalurk Jäger, ach, Valentine legt sich schon wieder damit an. Ein legendärer, ja, komm. Dann müssen wir wohl. Ach, die auch noch? Oh. Wow. Sind sie wieder. Los mit lustig! Ach, Valentine, tut mir leid. Ich tue der Welt hier ein... Ich glaube, wir sind nicht allein. Noch einer. Ach, der hat sich wieder hingelegt. Der ist doch längst weg. Egal. Schauen wir mal, was wir hier so Schönes bekommen. Meine Güte, riechst du das? Ist das das Wasser oder sind wir auf einen alten Tatort gestoßen? Das ist mal interessant zu wissen jetzt, wo du das so sagst. Du sagst das doch bestimmt nicht ohne Grund, oder? Wo ist denn das Ding hin? Weggeschwemmt? Oh nein, wir sehen überhaupt nichts. Es ist weg! Oh, wer weiß. Das hatte vielleicht irgendeine richtig gute, legendäre Waffe bei sich. Naja, untergegangen ist es wohl nicht, eher weggeschwemmt. Ach ja. Okay, dann eben nicht. Und ich bin jetzt gar nicht so sicher, ob wir hier schon mal gewesen sind. Oh doch, hier waren wir schon. Ja, genau. Wir haben hier mal alles durchsucht, auf der Suche nach
nach einer Werkstatt, weil wir der Meinung waren, dass hier irgendwo eine sein müsste. Buchrückgabeterminal, was bekommen wir denn hier Schönes für unsere Bücher? Mal sehen, ja, die Bücher können wir zurückgeben, mal sehen, was wir für die Marken dann bekommen. Eine Spielzeugrakete, Zahnpasta, Bleistift, einen sauberen Hundenapf, immerhin, neuer Spielzeugtruck und Kaugummi, na gut, nicht allzu viel. Ja, scheinbar ist es denen hier auch nicht so gut ergangen. Ja, den meisten doch. So langsam sind wir nicht mehr verwundert darüber. Solange du das Zeug trägst. Naja, das geht schon. Solange du mir nicht im Weg stehst, trage ich das auch. Okay? Okay. Rattengift? Rattengift. Seife? Okay, nehmen wir die elektromagnetische Kartusche dann auch nochmal mit. Ja, seltsam, auch keine Schlafmöglichkeiten hier. Ich meine, das ist ein Polizeirevier, da muss doch was sein, wo man schlafen kann hier. Man kann ja nicht nur arbeiten. Na gut, Polizeirevier Natick Beweismittel Terminal benutzen. Aufzeichnungsaktualisierungen fällig am 23.10.2077. Fall 151-TÖ. Mitchells Aufzeichnungen trinken in der Öffentlichkeit. Fall 151-TÖ Mitchells Aufzeichnungen Trinken in der Öffentlichkeit Beweismittel BIMI-00 Objekt ein Schlüsselbund gefunden im Rinnstein mit Überresten des Traktors. Status Rückgabe an Mr. Mitchell nach Verbüßung der Strafe. Und Fall 155-H Winter Soloband Aufzeichnungen Beweismittel Edwi-04 Objekt Holoband 04 Status in der Asservatenkammer des Polizeireviers Natick Schrank GN-1 Beweismittel Edwi-09 Objekt Holoband 09 Status übergeben an First Officer Bradley Commonwealth Küstenwache am 4.10.77 und Fall 652-EB Reeds Aufzeichnungen Einbruch. Beweismittel FRE-00 Objekt ein Reifenheber gefunden am Tatort. Keine Fingerabdrücke. Status in der Asservatenkammer des Polizeireviers Natick, Schrank UT-4. Und Beweismittel FRE-01 Objekt
Eine Tasche mit zerbrochenem Glas, gefunden im Außenbereich des Hauses. Status in der Asservatenkammer des Polizeireviers Natick. Schrank UT-4. Beweismittel FRE-02. Objekt 1 Set Fingerabdrücke von Mr. Reed's Safe. Abdrücke passen zu denen aus der Akte Fall 226. Strich. Und da hört's auf. Einfach nur Strich. Na gut. Status in der Asservatenkammer des Polizeireviers Natick. Schrank UT-4. Beweismittel FRE-03. Objekt 7. Schreiben mit Versicherungsansprüchen. Verfasst vom Opfer von Mr. Reeds Fürsorgern an das Revier gefaxt. Status Begutachtung steht aus. 23.10.2077. Dann wissen wir jetzt, wo es ist. Können wir so weit runterspringen? Na, wir wagen es lieber nicht. Oh! Wir finden doch hier mit Sicherheit irgendwo ein Bettchen. Ja, das ist jetzt schwer, weil wir so schräg stehen. Oh nein, dieses Geräusch. Hier hatten die Gefangenen nicht zu schlafen. Ihre Hauptaufgabe war es, gefangen zu sein. Ja, dann hören wir uns das doch mal an. Ups. Wenn wir noch wissen, welches das war. Eddie Winter Soloband Nummer 9 war das, oder? Nachricht an Claire Posinski. Es ist an der Zeit, über einen Urlaub nachzudenken. Hm. Wir klingen 6 Wochen in Irland. 8 vielleicht? Nachricht an Rodrigo Paloma. Okay, mein Freund. Ich habe darüber nachgedacht. Und ich habe eine Entscheidung getroffen, was den Job bei Fallons angeht. Dein Anteil ist genau angemessen. $0. Hatten wir auch schon. War das das 6. vielleicht? Ah, ich glaube, das 6. hatten Nachricht wir sowieso Charlotte schon. Wen. Meine liebe Mrs. Wen, ich hoffe, es geht Ihnen gut. Nach unserer Zusammenarbeit im letzten Mai gehe ich aber davon aus, dass dem so ist. Wenn ich mich nicht irre, haben Sie mit dieser Palette Buff-Out ein kleines Vermögen verdient. Und Woli hat 8 Jahre im Staatsgefängnis bekommen. Deshalb habe ich mir gedacht, wieso wiederholen wir das Ganze nicht noch einmal? Wir beide lieben die gleichen Dinge. Geld und die Vernichtung von Personen, die uns in die Quere kommen. Zusammen werden wir sie alle ausmanövrieren. Boston wird Ihnen offenstehen. Sollen Sie doch Dame spielen. Wir spielen Schach. Eddie Winter. Ende der Aufnahme. Okay, das war's, glaube ich. Das kam mir nämlich jetzt nicht bekannt vor. Das 6. müsste das gewesen sein. Wenn nicht, hören wir uns das 5. auch nochmal an. Warum eigentlich nicht von 1 bis 9 schon? Wir beide müssen reden. Über Danvers, über diese Montrano-Scheiße, über alles. Ich glaube, wir sind uns einig, dass der Versuch, die Beziehung zwischen North End und South End zu verbessern, gründlich gescheitert ist. Ich übernehme natürlich die Verantwortung für das Verhalten meiner Jungs. Ich erwarte das Gleiche von diesem Volltrottel Montrano.
Was war das mit Danvers? Ich weiß kaum, was ich sagen soll. Deine Leute haben den Laden in ein Schlachthaus verwandelt. Diese Leute sind tot, weil du den Befehl dazu gegeben hast, nicht ich. Und für das Ganze gab es für mich keinen Grund. Also treffen wir uns. Nur wir zwei. Reden wir darüber. Nenn mir einfach einen Ort und eine Uhrzeit. Eddie Winter. Ende der Aufnahme. Und das vierte Holoband. Nachricht an Claire Posinski. Dinner. Heute Abend. Du, ich und Arthur Black. Die Reservierung ist um 7 im Cornerstone Grill. Und keine Angst. Ich sorge dafür, dass sich Arthur benimmt. Er wird sicher nicht wieder den Kellner wegen einer vergeigten Bestellung abstechen, wie das eine Mal in Charlestown. Liebe dich. Eddie Winter. Ende der Aufnahme. War das jetzt 5 oder war das 4? Nachricht an Claire Posinski. Dinner. Heute Abend. Du, ich und Arthur Black. Die Reservierung ist um 7 im Cornerstone. Wow, nein! Keine Angst. Ich sorge dafür, dass ich Arthur benimmt. Uns ist nichts passiert? Er wird sicher nicht wieder den Kellner wegen einer vergeigten Bestellung abstechen, wie das eine Mal in Charlestown. Liebe dich. Eddie Winter. Ende der Aufnahme. Gerade als ich dachte, man könnte sich doch noch gütlich einigen. Mit einer Todeskralle, jetzt ehrlich? Wir suchen ja nebenbei auch mal ab und zu nach einem Bettchen. Ich sehe schon, die Folge wird etwas länger dauern jetzt. Wir haben ja noch 2 Holobänder vor uns. Die wollen wir auch ganz gerne noch finden. Bevor wir dann... Und wir wollen nicht looten, bevor wir dann weiterziehen. Nur so ein bisschen was mitnehmen, wenn wir hier schon mal nach einem Bettchen suchen. Obwohl, wenn hier Mutanten gewesen sind, na, da werden wir kaum ein Bett hier finden, oder? Aber das mit den Minen war schon mal nicht sehr witzig. Eine Mine. Da hatten wir vielleicht noch mal Glück. Schmutziges Wasser. Das ist doch gut. Das ist aber auch wie Ostern manchmal. Da kommt man irgendwo rein und da steht schmutziges Wasser unter so einer Bank. Oh, das kenne ich. Oh, ein buntes Ei. Naja, bunt ist es nicht und ein Ei ist es auch nicht, aber... Man fühlt sich ein wenig so. Ach so, und hier soll man rüber und dann runterfallen, oder wie? Das machen wir aber nicht. Na, gebt es zu, wer hat jetzt gedacht, wir fallen da runter? Wenn das entriegelt werden muss, dann ist da bestimmt irgendwas ganz Tolles drin. Irgendetwas Großartiges. Cool. Kronkorken zum Beispiel. Und ein goldenes, vergoldetes Sturmfeuerzeug. Naja, jetzt nehmen wir mal alles mit. Hier ist ja auch. Und schon wieder hier oben. Oh. Was haben wir denn hier? So viele Albino-Todeskrallen. Das ist ja krass. Oh, das dauert ja ewig. Na komm schon, das war doch nicht alles, oder? Oh, das war doch alles. Das war aber eine kleine Explosion diesmal. Naja.
sowas haben wir schon mal irgendwo gesehen, aber hier oben ist doch noch was Interessantes. Was mag hier drin sein? 50 Kronenkorken, wunderbar. Sturmgewehr brauchen wir nicht, ein Bunsenbrenner nehmen wir mal mit. Okay, die Fusionszellen und so weiter lassen wir drin. Wir können ja nicht alles mit uns rumtragen. Was ist das denn hier? Ich glaube nicht, dass wir hier schon mal gewesen sind. Oder etwa doch? Ich denke, wir haben die ganze Gegend hier durchsucht. Auf der Suche... Wie kommt hier ein Baum hoch? Der wurde doch hochgeschleudert bestimmt von irgendwo. Also auf der Suche nach einer Werkstatt waren wir hier mit Sicherheit schon. Oh nein. Wir kommen hier nie wieder runter wahrscheinlich. Ja doch, über das Vordach hier. Wow. Das hätte aber ins Auge gehen können jetzt. Also hier, diese Dinger da. Diese Spikes, da hätten wir eigentlich auch gut dran hängen bleiben können. Wow, die hat es ja ganz schön zerfetzt hier, die Supermutanten. Also eigentlich, das ist jetzt keine Folge, in der wir jetzt groß hier looten wollen oder irgendetwas erforschen wollen. Wir sollten daher schnell unsere Aufgabe weiter nachgehen, bevor wir uns hier noch in irgendetwas verlieren. Was ich gerne aber mitnehmen würde... Genau. Warum brennt das hier? Von der Todesklaue würde ich ganz gerne noch das Fleisch und alles mitnehmen, was sie so hat. Immerhin haben wir ja auch Munition dagelassen. Hier gehen wir jetzt gar nicht groß rein. Wir merken uns denn... Ach so, doch, wir müssen ja schlafen. Deswegen müssen wir hier ein bisschen was durchsuchen. Nudelschale? Sehr gerne. Danke. Schlafplatz? Nein. Leider nicht Vorkriegsgeld, immerhin. Wodka und Wein. Und eine leere... Ja, das ist gut. Bierflaschen, so viele. Und wir tragen schon so viel. War doch nicht so die beste Idee. Tja, sollen wir dann erstmal einen Wodka trinken? Ist das eine gute Idee? Warum ist hier drunter ein Sturmgewehr? Keiner weiß es. Wir werden es auch nie erfahren, aber anscheinend haben die Supermutanten hier ihren letzten Kampf gehabt. Wie schön. Ja, Nick, such mir ein Bett. Und du bist doch auch müde. Irgendwo muss doch hier ein Bett sein. Ja, wir tragen ein bisschen zu viel. Waren wir hier schon drin? Ja, da müssen wir jetzt irgendwas Schweres loswerden. Hier den Bunsenbrenner zum Beispiel. Aber da ist Kupfer drin. Ja, aber das bringt jetzt nichts. Wir müssen ja laufen können. Was ist noch besonders schwer? Oh, das hier ist schwer. Todeskrallenhaut. Schade eigentlich, aber ich sage es nochmal, wir müssen ja laufen können. Gut, das reicht aber auch. Wir wollen ja nicht looten ohne Ende. Und ich fürchte, also wie es aussieht, finden wir hier kein Bettchen. Das hier ist noch ein Haus, das sieht aus, als könnte jemand. Mein Aufspürsystem ist wohl im Eimer.
Mhm. Sieht schon mal gut aus. Gute Chancen auf ein Bettchen. Hier schläft das Kind, da sind die Eltern und sie schlafen auf Matratzen. Und wir dürfen nicht dort schlafen. Aber wer oder was auch immer hier gewesen ist vor uns oder nach uns, irgendwo muss es doch ein Bett hinterlassen haben. Auf dem Dachboden. Oh, schon wieder so ein Dachboden, auf den wir nicht draufkommen. Solche Häuser können wir auch gut bauen. Nun, Nick. Ja, dann müssen wir halt in der Nacht weiterlaufen. Kann man nichts machen. Das heißt, auf zum nächsten Punkt. Der da wäre... Einfach geradeaus hier, oder? Ja, 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 ja. Dann ist das letzte irgendwie hier oben. Also wie heißt der Ort eigentlich? Ja, ja, ja. Heißt Polizeirevier Südboston. Da geht es als nächstes hin. Und dann geht es nach Slocum's Joe Firmenhauptsitz. Slocum Joe. Den kennen wir irgendwoher. Jetzt weiß ich aber... Ich komme nicht drauf, woher. Bunker Hill, kann das sein? Werden wir rausfinden, wenn wir dort sind. Jetzt müssen wir Richtung Osten auf jeden Fall. Ohne Schlaf. Naja, wenigstens etwas essen und trinken können wir. Eine Nudelschale haben wir doch vorhin gefunden. Nudel, 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 wo ist sie? Die Nudelschale. Sehr schön. Immer noch ein wenig hungrig. Und immer noch hungrig. Jetzt aber. Hoppla. Was ist das für ein Licht? Wer mag dort hausen? Nur die Meyerlurks. Nein! Was macht sie da? Haben wir da jetzt große Lust drauf? Ohne Panzer hat er uns noch angegriffen. Das habe ich aber auch noch nicht gesehen, so. Das hätte ich nicht gedacht. Irgendwas Nützliches? Naja, ziemlich hartnäckig, dieser Meyerlurk. War da nicht noch einer? Na, wo ist euer Kumpel? Hier? Und da vielleicht? Nein, das ist nur ein Baumstamm. Das sieht gut aus. Hier können wir uns ausruhen. Hier können wir kurz schlafen. Ja, die Leute hier, die machen sich wohl nicht so viel aus Betten und Schlaf. Aber eine gute Idee, hier seine Wanne aufzustellen mit dieser Aussicht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Warum gibt es hier keine Schlafmöglichkeit?
Na also, ich wusste doch, die Leute schlafen hier auch, aber wir können nicht schlafen hier. Wofür bekommen wir jetzt Punkte? Ja, mal sehen, was für ein Süppchen wir denn machen können. Nudelschalen, wie viele? 3. Und Braten, Meierlurk, irgendetwas? Nein, 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 nein. Die Eichhörnchenbissen, die behalten wir lieber. Na gut. Ich hoffe mal, das reicht jetzt. Ja, so viele Flaschen. Für so viel schmutziges Wasser. Und wir sind immer noch überladen. Okay, überredet. Wir werfen ein bisschen was ab. Oder wir essen was? Müssen wir was essen? Pff, müde sind wir. Ja, ja. Was sollen wir tun? Kein Bett in Sicht. Mal sehen, was schwer ist. Die Lötlampe. Na gut. Weg damit. Ja, die Todeskrallenklaue. Tut mir ja leid, aber... So, jetzt können wir aber auf lange Sicht mal laufen. Hoffentlich finden wir ein Bett irgendwo. Da oben waren hier nicht die Gunner? Ja klar, das ist Autobahnkreuz Mass Pike oder so ähnlich. Und hier waren überall Gunner. Und zwar waren hier überall Gunner, die ziemlich schnell respawned sind, da oben auf der Brücke. Wir haben uns umgedreht, da waren die schon wieder da. Also wir haben die Brücke durchsucht und kamen zurück und auf einmal war wieder alles voller Gunner da oben. Ja, das war ganz spannend. Für MacReady kamen wir dorthin. Autobahnkreuz Mass Pike, meine ich. Wer jetzt gedacht hat, ich hätte diese mutierten Farne übersehen und diese Hoppblume. Naja. Ich hätte es übersehen wollen. Da vorne kann man doch bestimmt schlafen. Ach so, das ist hier... Nein, nein, da wollen wir nicht hin. Da gibt es auch wieder Meierlurks. Das gibt keinen, ergibt jetzt keinen Sinn im Moment. Hier können wir... Ah, da könnten wir aber schlafen, sehe ich gerade. Können wir hier schlafen? Nein. Ach, ich mag nicht hier wieder Munition vergeuden. Egal. Ach, ich vergaß, ja. Er legt sich ja mit Vorliebe mit allem an. Gut, dass du genau ins Schussfeld läufst. Danke, das nehmen wir.
Wo schießt du hin? Das ist nur ein Baumstumpf. Komm, Nick. Schlechte Idee. Nick knattert an. Nur komm schon. Ich gehe schon mal vor. Du kennst ja den Weg Richtung Osten. Bleibt er jetzt wirklich da? Nachher ist es so wie mit dem alten Longfellow und wir finden ihn nie wieder, was? Och, Nick, jetzt komm schon, wir haben doch keine Zeit. Was macht er eigentlich? Da ist doch nichts, worauf er schießen könnte. Nick. Ja, wenn es nicht anders geht. Bist du kaputt? Was ist los? Siehst du? Da ist doch gar nichts. Er schießt und er trifft nicht, oder was ist da? Ach, wir sind doch wieder überladen, wenn wir das alles mitnehmen. So ein Unfug. Tja, wenn es nicht anders geht. Ach, die Dinger hier. Wenn man vom Teufel spricht. Bist du jetzt beruhigt? Egal. Hey. Kann ich was für dich tun? Hier ist mein Angebot. Ach, da hat er doch hier so eine brutale Minigun. Wieso nimmt er die nicht? Keine Munition mehr dafür? Nein, keine Munition mehr dafür. Och, dabei haben wir so viel 5mm Patronen gefunden unterwegs. Hätten wir ihm ja geben können. Eigentlich lohnt sich das ja nicht, ihm das jetzt... Ach, hier ist doch ein bisschen was. Also es lohnt sich nicht, ihm das jetzt aufs Auge zu drücken. Kampfflinte, Maschinenpistole... Okay, Schrot müssten wir... Nee, haben wir mal liegen gelassen. So war das. Aber, ja, 45er brauchen wir selbst. Okay, weiter geht's. Ich habe die Meyer-Lurk-Eier da liegen gesehen, aber... Nein. Nick verhält sich gruselig, wenn er irgendwas angreift, was dann... Naja, ich weiß auch nicht. Er hat es ja nicht getroffen. Woher sollten wir denn wissen, was er da macht? Ich dachte, es wäre Fail-Alarm. Fail-Alarm? Ach, wie dem auch sei. Eine unsichtbare Wand. Ja, das ist doch cool hier auf den Gleisen. Wir kommen schon nach Osten. Oh, Vorsicht, ein Red Hirsch. Gefährlich, gefährlich, gefährlich. Er hat uns aber nicht gesehen. Gut, wir sind so schnell. Wir sind zu schnell für seine Augen. Oh nein. Okay. Nein! Ach, hier ist doch gleich Joes Schrottplatz irgendwo. Erstmal das NH und M Frachtdepot. Ja, da werden wir uns jetzt aber auch nicht groß hier aufhalten lassen. Ach so, müssen wir hier so ein bisschen rumlaufen. Ja, die respawnen auch relativ häufig, relativ schnell hier, diese Supermutanten an dem Schrottplatz hier. Aber damit wollen wir uns jetzt gar nicht anlegen, das dauert ja ewig. Das sind außerdem schon die von der Bruderschaft, die können so gut fliegen, die schaffen das schon. Ich hätte was gesehen. Wo bist du? Oh, Nick, bitte nicht. Das wäre wirklich jetzt nicht sehr schlau von dir. Der wird doch nicht, der hat sich schon angelegt, oder?
Ich glaube, er hat seine Minigun. Ja, okay, er kommt nach. Alles klar. Ja, was haben wir denn hier Schönes? Waren wir hier überhaupt schon? Ja, wir waren hier. Oh, die sind aber auch respawned hier. Brauchst dich nicht verstecken, ist bald alles vorbei. Du spielst hier mit dem falschen Sinn. Nick, denk daran, wir haben lange nicht geschlafen. Mach keinen Blödsinn jetzt. Ah, er macht schon Blödsinn, er macht schon Blödsinn. Man hört es da schon. Ich tue der Welt hier einen Gefallen. Heile da. Och nein, nein! Jetzt müssen wir auch noch. Du versteckst dich vor mir! Du bist tot! Ja, warum haben wir denn das Holoband dann noch nicht gefunden? Bitteschön. Verdammt, nichts gefunden. Ja, such du den mal. Du bist ja gerade geheilt. Verdammt, hab die Spur verloren. Und wir gucken hier weiter. Ist nichts Persönliches, einfach nur du oder ich. Ja, rede nicht, zeig dich. Hockt er im Bus? Glaubst du etwa, du kannst dir gewinnen? Hä? Naja, ich bin nicht sicher. Wir haben unseren Nick dabei. Und Nick macht so schnell. Einfach wiederkommen, was? Was hast du noch so drauf? Worauf schießt du wieder? Ach da. Nun ja, das könnte ich dich auch fragen. Nun, lass uns mal gucken. Hier war doch einer, der legendär war. Naja, wenigstens die Munition bekommen wir zurück. Die haben hier alle mit Sturmgewehren geschossen, also. Und Stimpak. Ja, okay, haben wir das wenigstens auch wieder. Aha, Kampfrüstung. Ja, also im Überlebensmodus wird man wirklich von seiner Sammlerwut geheilt. Das ist ganz gut. Naja, halbwegs. So Kronkorken und sowas sammelt man immer noch wie verrückt. Ein Stimpak. Oh, wir könnten doch die ganzen Sachen nehmen und hier
Ach, das ist eine Laborstation. Ich dachte jetzt, das wäre eine Rüstungswerkbank. Dann hätten wir die da verwerten können. Nun egal. Oh yeah. Verschlagen, Sündrüstung, rechter Arm. Plus 1 Beweglichkeit und Wahrnehmung, aktuelle Mods, Standard ohne Extras, Schadensresistenz, ballistischer Schaden 14, Energieschaden 17, Beweglichkeit 1, Wahrnehmung 1, Gewicht 7. Wert 190. Trotzdem nehmen wir das mit, auch wenn es so schwer ist. Na gut. Ja, wo ist denn unser Ziel? Oh, wir müssen hier rein. Ja, die sind super. Kavum. Antibiotika findet man aber auch sehr selten. Was waren sie jetzt, die Antibiotika? So, Nick, wo bist du denn schon wieder? Mischst du da gerade mit, oder wie sieht's aus? Ach, da. Hey. Ich höre dir aufmerksam zu. Hier ist mein Angebot. Mhm. Wir haben gefunden. Schau mal. Munition für dich, mein Freund. Ach, dann trag die auch noch hier. Und diese sowieso auch. Und die auch. Von mir aus, was haben wir sonst noch? Schrott? Oh. Wie wär's denn hiermit noch? Ah, du kannst ja doch ein bisschen, kannst du ja noch tragen. Warum sind wir so schwer? Was haben wir denn schon wieder so Schweres an uns? Ach so, diese Sündrüstung. Joa, trag die auch noch. Gut. Wenn du sowieso schon mal dabei bist, was zu tragen. Aber immer noch sind wir so schwer. Liegt das daran, dass wir so viel Munition gefunden haben? Es sieht fast danach aus, ja. Kaliber 50. Egal. Egal, wir haben hier keinerlei Schlafplatz gefunden. Scheinbar schlafen Raider auch nicht unbedingt. Geschmäcker sind wohl wirklich verschieden. Eine Radkappe? Vielleicht eine Redkappe? Ich weiß nicht. So richtig finden wir das gar nicht, wo wir hin müssen. Obwohl das angezeigt wird. Aber ich meine auch, der Marker war vorhin dort drüben irgendwo. Jetzt müssen wir auf einmal... Ach so, das ist gar nicht hier. Oh, das hätten wir uns alle sparen können. Mama mia. Wir müssen hier irgendwo lang. Und wir waren immer noch nicht schlafen. Alles brennt. Wir hätten uns gar nicht mit denen rumbalgen müssen. Naja, nachher weiß man's dann. Hier können wir durchlaufen. Tut mir leid, tut mir leid. Ich mach das nicht nochmal. Das war gruselig jetzt mit dem Durchlaufen, ich weiß. Na, was finden wir? Oh. Man weiß es noch nicht. Hier waren wir noch nicht. Wir werden verschiedene Dinge tun. Wir werden einmal hier gucken, ob wir was Schönes für uns finden. Und vor allem werden wir aber gucken, ob hier irgendetwas lauert. Irgendetwas könnte uns überraschen. Aha! Daddy-O! Ich sag's doch, es lohnt sich immer nachzusehen, ob auch anständig abgeputzt wurde, gespült wurde und die Bürste benutzt wurde nach dem Geschäft. Gutshaus Crow. Das ist doch unsere eigentliche Aufgabe. Oh nein!
Wir wollten ins Commonwealth zurück, Valentine holen und uns ein wenig um unsere Siedlungen kümmern. Und jetzt sind wir schon wieder mitten in einer anderen Aufgabe. Was machen die Gefangenen hier bitteschön mit einem Scharfschützengewehr? Wer hat es ihnen gegeben? Und die Melone. Aha. Oh, was ist das? Ein Supermutantenmond? Nein, nein, nochmal. Das war nicht der einzige. Das war's. Vorerst. Okay. Halt! Oh. Ja, stimmt. Für die Hunde hätten wir eigentlich auch die Machete nur gebraucht. Mehr nicht. Rattengift. Aha. Wir sind am Ziel. Eddie Winter, Holobahn 7. Nachricht an Buster Connolly. Das war ein schöner Beitrag, den Sie da über den Bau der Einschienenbahn geschrieben haben. Himmlische Highway, mörderische Szene. Schön. Nett. Wie schön. Eines aber haben Sie richtig dargestellt. Sicherheitsinspektorin Alice Lenski wurde umgebracht. Aber Sie werden sie nie finden, weil nichts von ihr übrig ist. Ja und? Ach, das war gar nicht das Richtige. Ach, Kaffeedosen. Naja, wenn wir sie mal brauchen, werden wir sie finden. Das war gar nicht das Richtige. Na, egal. Öl lassen wir jetzt auch mal da stehen. Oh, Whisky. Ach, hier. Okay. Ach, Polizeirevier Südboston, Beweismittel, Terminal benutzen. Was haben wir denn Schönes? Keine internen Untersuchungen seit Datei nicht gefunden. Okay, was haben wir denn hier Schönes? Im Fall 114-GTA, GTA. Connellys Aufzeichnungen schwerer Kraftfahrzeugdiebstahl, Beweismittel Nico-00, Objekt 1, Set, Fingerabdrücke passend zu Fingerabdrücken der Verdächtigen Nicole Connelly am Fahrzeug genommen. Haben wir Nicole Connelly nicht auch in der Parsons Tate Irrenanstalt gefunden? Der Name kommt mir jetzt irgendwie bekannt vor. Ich muss mir die alte Folge nochmal angucken. Status auf jeden Fall in der Asservatenkammer des Polizeireviers Südboston, Schrank B02. Beweismittel Nico-01, Objekt 1, Fahrzeugbrief ausgestellt auf Nicole Connell. Status in der Asservatenkammer des Polizeireviers Südboston, Schrank B02. Hinweis, Kontaktaufnahme mit Mrs. Cornell wegen des Diebstahls war nicht erfolgreich. Er werde es am 23.10. erneut versuchen. Naja, vielleicht weil sie in der Irrenanstalt ist. Vielleicht aber auch nicht. Fall 155H. Winters Holoband Aufzeichnungen. Beweismittel Edwi-03, Objekt Holoband 03, Status verliehen an Polizeirevier Quincy, Kontakt Officer Hart. Beweismittel Edwi-05, Objekt Holoband 05, Status beschlagnahmt von Deputy Gold, Sheriff Dienststelle Nahant am 18.10.2077.
Beweismittel Edwi-07, Objekt Holoband 07, Status herausgegeben an Officer Doyle, Polizeirevier Südboston am 22.10.77. Dann haben wir den Fall 189-VG, Caldwells Aufzeichnungen, vorsätzliche Gefährdung. Beweismittel HK-00, Objekt 1, Grognack, Lendenschurz, garantiert authentisch. Status zurückgegeben an Mr. Caldwell. Beweismittel HK-01, Objekt 1, Grognack, eine Grognack, Kriegsaxt, garantiert authentisch zurückgegeben an Mr. Caldwell. Aha, jetzt haben wir die beiden guten Stücke. Fall 247-GK, Vincents Aufzeichnungen, Gewaltanwendung mit Körperverletzung, Beweismittel Yavi-00, Objekt, eine Fotosammlung des Opfers, Status verliehen an Büro des Staatsanwalts, Kontakt Angela Hammett. Beweismittel Yavi-01, Objekt, zwei Schlagringe, Status verliehen an Büro des Staatsanwalts. Beweismittel Yavi-02, Objekt, ein Baseballschläger, Status verliehen an Büro des Staatsanwalts. Fall 385-BR, Duncans Aufzeichnungen, bewaffneter Raubüberfall, Beweismittel Rodu-00, Objekt 1, Band mit Aufzeichnungen der Überwachungskamera aus der Sparkasse Commonwealth, Status in der Asservatenkammer des Polizeireviers Südboston, Schrank E14, Beweismittel Rodu-01, Objekt eine 10mm Pistole gefunden beim Verdächtigen, Status in der Asservatenkammer des Polizeireviers Südboston, Schrank E14. Beweismittel Rodu-02, Objekt eine Gasmaske gefunden beim Verdächtigen, Status in der Asservatenkammer des Polizeireviers Südboston, Schrank E14. Und Fall 416-MR, Garattos Aufzeichnungen, Mord. Beweismittel Angar-00, Objekt eine Fotosammlung am Tatort aufgenommen, Status in der Asservatenkammer des Polizeireviers Südboston, Schrank JJ7. Beweismittel Angar-01, Objekt ein Bericht über Blutspritzer, Status in der Asservatenkammer des Polizeireviers Südboston, Schrank JJ7. Beweismittel Angar-02, Objekt ein Baseballschläger, Swatter, limitierte Edition, Status verliehen an Softballverein Südboston. Aha, so ist das also. Was ist das denn? Was denn? Hier drüben ist Munition. Dann nimm sie dir doch. Ach so, ja. Wenn ich mir das Terminal anschauen soll, sag einfach Bescheid. Hey! Mal sehen, was ich tun kann. Was immer du brauchst. Ach so, wir hatten Munition. Hey, hier ist Munition. Warum nimmt er sie da nicht? Bitte schön. Wenn er verriegelt ist, ja, dann lassen wir ihn mal ran. Aufgepasst. Wie sieht der Plan aus? Das wollen wir doch mal ausprobieren. Er kann das? Nein, wir nicht. Er soll es doch mal machen. Kannst du das Terminal entsperren? Na klar doch. Na, da bin ich ja jetzt mal gespannt. Die Tür ist fest verschlossen. Aber haben Sie ein Fenster offen gelassen? Ein Windows. Er gehört ein dir. Window. Na gut, das hat uns jetzt wahrscheinlich 2 Minuten unseres Lebens gespart. Oh nein, das war alles? Tür schließen können wir. Wir haben sie ja gerade schon geöffnet. Okay, es sind uns aber auch ein paar
EPs durch die Lappen gegangen dadurch. Nun gut, hier können wir doch, denke ich, nichts mehr ausrichten. Wir schauen aber noch mal vorsichtshalber auf der Karte. Auch hier konnten wir nirgends schlafen gehen. Wir müssen auf zum letzten Platz. Und das ist Slocums Joe Firmenhauptsitz. War doch richtig. Ja, da müssen wir jetzt hin. Kommen wir da irgendwo vorbei? Wir könnten über Hangman's Alley gehen. Liegt nicht ganz auf dem Weg. Bunker Hill liegt auf dem Weg. Oh, dann auf nach Bunker Hill. Nun gut. Verfolgen wir unser Ziel weiter. Das letzte Band. Wo wird es sein? Warum kommt mir Slocums Joe so bekannt vor? Was war denn da? Eine Todesklaue? Also müssen wir Richtung... Ach, wir haben ja noch zwei Ziele. Ach, das andere ist doch wieder irgendetwas... ja, genau. Bring Nick Valentine zu Kay. Das verwirrt jetzt nur. Okay, ja, dann haben wir nur einen Marker unten im Radar. Und können uns auf den direkten Weg dorthin begeben. Ohne Schlaf. Finde ich jetzt nicht so prickelnd. Das ist echt nicht berauschend. Was machen wir denn hier? Wir lieben es, an Zäunen hängen zu bleiben. Eines unserer größten Hobbys. Außerdem mögen wir es, Blumen zu sammeln. Oh nein! Was macht er da? Ich dachte... Lass dich nicht immer anquatschen von Fremden. Ja, er kommt schon. Der macht nichts, der ist friedlich. Ich schütze und diene. Genau. Den haben wir ziemlich am Anfang schon kennengelernt. Diesen legendären Protektron, der da vor... Ja, wie hieß das nochmal? Hesters Haushaltselektronik im Theaterviertel oder so ähnlich. Oder am Theaterviertel zumindest. Oh nein, Nick, wir sind ja nicht alleine hier. Och, Nick schafft das schon. Hey, wir können uns nicht... Warum? Es war aber ein schwereres Geschütz jetzt. Okay, Gunner. Ach nee, hör doch damit auf. Noch mehr? Na klar. Oh nein, was war das? Hier, nimm das schnell. Und dann komm weiter. Lass dich nicht immer ablenken. Wo sind sie denn? Ja gut, die Munition wollen wir uns jetzt wenigstens wiederholen. Ja, okay, das Stimpack haben wir zurück.
Ach, das reicht doch auch. Ja, ja, komm, weiter. Egal. Munition werden wir unterwegs noch genug finden. Das ist aber abenteuerlich, mit dir hier rumzulaufen, was? Oh, nein, nicht schon wieder so ein Ding. Oh, Nick. Och, Claire, du musst auch nicht immer... Und jetzt? Noch so ein Ding. Komm weiter. Augen hoch. Geschützt. Hier drüben. Jawohl. Können wir jetzt weiter? Oder bleibst du der bleibt dir stehen jetzt, oder? Oh nein, der ist bekloppt. Was machst du denn? Och, das ist unglaublich. Soll meine Visage wirklich die letzte sein, die du siehst? Du solltest mal irgendwie... Das kann doch nicht wahr sein. Ich bin ja auch neugierig auf alles Mögliche. Warum liegen hier so viele Roboterteile rum? Egal, komm weiter. Wir müssen doch weiter, wir haben doch keine Zeit. Guck mal auf die Uhr drauf. Es ist mit Nick jetzt keine gute Idee, hierher zu laufen überall. Ah, hier vorne sind Supermutanten, glaube ich. Gewesen. Gewesen. Dann waren sie lange nicht mehr da. Oh, die sind aber ziemlich fies. Hier sind wir schon oft... Naja, egal. Wird schon, wird schon. Wir schaffen das. Naja, sie sind auch nicht mehr da. Wir haben beim letzten Mal hier schon für Ruhe gesorgt in der Ecke. So, beeilen wir uns mal etwas. Nein, hier sind wir? Nein, das ist doch woanders. Ich dachte, das wäre jetzt hier, wo die ganzen Raider sind. Sind sie aber gar nicht. Ja, Nick. Ich hoffe, du kannst schwimmen. Keine Sorge, wir ölen dich nachher ein. Im Bunker Hill lassen wir das Erledigen von Deb. Die macht das schon. Wir sind schon vorbei an Bunker Hill, fürchte ich. Da ist Bunker Hill. Da können wir kurz mal eine Runde schlafen. Falsche Richtung. Naja, aus dieser Richtung sind wir auch noch nie gekommen. Der ist immer noch hier. Der Schrottbot. Als Andenken an den Mechanist. Vielleicht werde ich mal Ärztin. Oder mach eine Scharfschützenausbildung. Oh ja, werd Ärztin. Das ich ist gut. Ich muss mal wieder nach Diamond City. Die größte Stadt, die ich je gesehen habe. Als erstes das Wichtigste. Eine Runde Pofen. Und als zweites können wir uns mal vielleicht darum kümmern, wie geht's denn unseren Siedlern hier? 81, die Moral, das sieht doch gut aus. Betten ist genug, sind genug da, Essen ist genug da. Siedler sind neue da, die noch gar nicht richtig zugewiesen sind. Nick. Draußen muss man sich von Tag zu Tag hangeln. Wo ist Nick? Oh, Gammel Carla. Ja? Carla. Hallo, willst du handeln? Nein, aber wir gucken mal, was du so hast. Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Wenn du was kaputt machst, musst du es kaufen. Ja, schon gut.
Nein, nein, wir kaufen nichts. Wir wollen nur mal gucken, was sie so hat. Genau, was für gute Ladungen hat die Gutste denn? Asbest, ich glaube, das ist auch die einzige, die Asbest verkauft. Ich könnte mich nicht daran erinnern, dass ich... Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass noch jemand Asbest verkauft. Ansonsten ja Öl. Öl ist doch auch immer ganz gut. Denn Gammelkala war ja in der Vergangenheit meistens in Sanctuary Hills. Und mit Mal kam sie einfach nicht mehr dorthin. Wir gehen jetzt auf jeden Fall mal richtig schlafen hier. Wir sind überladen, ja? Womit sind wir denn überladen? Davon brauchen wir nicht so viel Munition hier. Ha! Und hiervon haben wir es auch übertrieben mit dem Looten. Da brauchen wir aber auch nicht so viel. Das reicht auf jeden Fall. 10 mm werden wir auch nicht so viel benötigen. Das sollte auf jeden Fall so reichen. Ja, was machen wir denn dann noch? Warum sind wir denn immer noch so überladen? Irgendwas muss doch hier richtig was wiegen. Oh, Averys Schädel wiegt. Können wir den ablegen? Ja, aber nicht hier. Nicht hier. Ach so, hatten wir nicht diese überfälligen Bücher? Naja, wir nehmen sie mit nach Sanctuary Hills. Wir müssen ja nicht looten jetzt unbedingt. Wir wollen ja nur noch das letzte Holoband finden von Eddie Winters. Von Eddie Winter, so heißt er. Okay, Wein können wir... Moment, nicht alles nehmen. Nein, 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 nein. Wein nehmen wir hier rein, geben wir hier rein. Todeskrallensteak brauchen wir auch nicht. Whisky tun wir auch mal hier rein. Also... So viele schwere Sachen brauchen wir vielleicht nicht unbedingt unterwegs. Todeskrallensteak. Wir werden es wahrscheinlich nie wieder hier rausziehen. Red Kakerlakenfleisch schon eher. Ah, und da fällt mir ein, wir sollten noch ziemlich viel, genau, schmutziges Wasser dabei haben. Sehr schön. Und noch etwas. Nudelschalen, die nehmen wir mal mit. Mutierte Hubblumen. Ja, Meyerlog-Fleisch müssen wir auch nicht mitnehmen. Was ist mit den Eiern? Hatten wir nicht auch Meyerlog-Eier wieder? Die sind auch so schwer. Ein Pfund, so ein Ei. Mentets brauchen wir doch nie so viele. Wenn wir eins mitnehmen würden, das würde vollkommen reichen. Auch Medics brauchen wir eigentlich auch nicht so viele. Geröstet, Meyerlog-Fleisch. Ach so, maximal AP. Ja, das ist ganz gut. Gegrillter Redhirsch für Tragekapazität. Ja, aber brauchen wir auch nicht so viel unterwegs. Eichhörnchenbissen. Schnell weg damit. Ah, was war das eigentlich jetzt? Daddy O oder sowas? Ho, Kronkorken. Na, das hat sich doch mal gelohnt. Ja gut, dass wir zwischenzeitlich hier mal aufgeschlagen sind, um der Siedlung zu helfen. Die hat ja jetzt richtig Kronkorken gebracht dafür. Ja, das waren Hilfsmittel gerade. Hilfsmittel, und zwar Daddy-O. Was kann das? Intelligent, Wahrnehmung und Charisma zieht es ab. Also Intelligent gibt es 3 und Wahrnehmung gibt es 3 Punkte und Charisma zieht es dafür ab. Ich wüsste gar nicht, wofür wir Intelligenz und Wahrnehmung so viel dann brauchen. Im Moment. Nun gut, schauen wir mal. Buff-Out werden wir so viel auch nicht unterwegs brauchen. Ich glaube, 5 ist sogar übertrieben. Buff-Jet. Ja, nehmen wir mal einen mit. Kann ja nicht schaden. Blutpaket. Okay, kann weg. Ja, so sieht das doch schon wieder anständig aus. Jetzt brauchen wir nur noch ein wenig zu schlafen. Ist das ein Pip-Boy? Die habe ich ewig nicht mehr gesehen. Gesehen, genau. Ich wollte wissen, wie der Satz zu Ende geht.
Ja, wenn wir jetzt bis 8 Stunden schlafen, dann kommen wir ja nachts, werden wir abends erst wach. 14? Dann werden wir nachts zwar wach, aber... Ja, man kann nicht alles haben, dann ziehen wir halt nachts ein wenig los. Also schlafen, trinken, essen. Sanctuary Hills wird angegriffen. Das ist aber mal... Scheint wirklich was zu werden. Sehr, sehr, sehr selten. Ich mach mir nicht viel aus Good Neighbor. Da gibt's nichts als Ärger. Mhm. Hatten wir hier nicht? Ach, da. Ja, nämlich essen wollten wir. Essen. Köderkeule. Was haben wir noch Schönes? Eine Nudelschale. Nein, zwei. Ein, drei? Okay, gut genährt sind wir schon mal. Dann brauchen wir jetzt nur noch einen Doc. Sollen wir den Brahmin-Käfig nicht wieder aktivieren? Ich glaube, auch hier haben wir schon genug Brahmine. Warum steht hier drin kein Trog? Da ist ein Trog drin, okay. Na, alles gut. Ich glaube, das Geräusch war wieder ein Geist. Und warum haben wir das hier nicht aktiviert? Reparieren. Haben wir alles. Die Siedlung braucht doch einen Hund. Wo ist der Arzt? Des Nachts nicht im Dienst. Wo ist der andere Arzt? Siedler, Kessler. Brahmin. Kesslers Terminal, nicht mehr rot, aber die Ärztin ist nicht an ihrem Platz jetzt. Cassie hieß sie, oder? Kessler hieß die Chefin. Mir wurde gesagt, dass meine Detektiv-Valentine-Schilder grauenhaft aussehen, aber sie sind echt gut fürs Geschäft. Du siehst gefährlich aus. Hoffentlich bist du nicht meine Kollegin hier. Hallo, lass mich mal sehen. Wo tut's denn weh? Die Tierärztin. Ja, ich bräuchte ein paar Vorräte für unterwegs. Mal sehen, was ich entbehren kann. Stimmt so eigentlich gar nicht. Naja, stimmt nicht. Hallo, lass mich mal sehen. Wo tut's denn weh? Mich heilen. Ja, wirf mal bitte einen Blick drauf, Doc. Dann beschreib mir mal deine Symptome. Ach, schwindelig. Irgendwie der Fuß tut weh. Gicht. Wurde verprügelt. Ach, da habe ich schon Schlimmeres gesehen. Sollte das aber besser nähen, bevor es sich entzündet. Alk und Fressalien, alles da. Und ich sehe schon, Depp möchte auch mit uns Handel betreiben, aber... Das wäre erledigt. Hast du sonst noch Beschwerden? Nein, danke, das war's. Nein. Wir sind fertig. In Ordnung. Stirb mir da draußen nicht, sonst war meine Arbeit umsonst. Und abgemacht. Ach so, wenn du nicht schnell bestellst, haben wir nicht mehr viel übrig. Ach ja, gut. Klar, ich schau's mir an. Was darf denn sein? Er hat ja nichts. Oh, wir haben gar nicht investiert. Wie kommt das denn? Na, so geht's ja nicht. Entschuldigung. Ich hab jeden Schnaps aus dem Commonwealth. Das ist der Vorteil, wenn man die Lieblingsbar der Karawanenhändler ist. Klar, ich schaue es mir an. Für ihre Kühlung kann ich nicht garantieren. Aber feucht sind die Drinks. Ja, er hat nichts. Ich sollte mir das besser mal ansehen. Was kannst du heute anbieten? Wirst du nicht auf... Ja, hier haben wir aber investiert in Depp.
Ja, das Black Ops Brustteil haben wir nicht gekauft. Das kann uns nochmal einen Punkt Stärke und Ausdauer geben. Und auch das Black Ops Schienbeinschonerteil rechts haben wir auch nicht gekauft. Es erhöht die Laufgeschwindigkeit des Trägers um 10%. Das wäre doch was für uns. Dann könnten wir es mit Sicherheit nochmal verbessern auf AP. Aber es hat auch wieder Gewicht. Sollen wir das nicht trotzdem mal nehmen? Erhöht die Laufgeschwindigkeit. Aber was ist das? Rechts Schienbeinschoner. Haben wir für rechts nicht schon etwas, was unsere Laufgeschwindigkeit erhöht? War das nicht so? Rechter Arm. Ach komm, nehmen wir das jetzt mal. An und für sich wollte ich jedoch nur gucken. Beton, genau die Ladungen. Kann man ja immer mal reingucken. Blei, Fiberglas, Gold, Kristall, Silber. Die wichtigen Geschäfte haben wir uns natürlich gemerkt. Wo die sind, nicht was die haben, sowieso. Du bist ja richtig talentiert. Ja, nehmen wir doch wieder den Ultraleichtbau hier erstmal. Aber ich glaube nicht, dass wir das über unsere schönen Glückssachen ziehen können. Na egal, jetzt haben wir es. Es soll weitergehen. Moment, wir sollten schlafen gehen. Wir sind ausgeschlafen. Dann legen wir uns hier nochmal... Ja, das war ja wohl nichts. Da? Nein. Hier legen wir uns mal hin. Eine Stunde wenigstens. Und weiter geht's. Wir haben noch das letzte Holoband zu finden. Das werden wir doch hinbekommen. Das sollten wir doch schaffen jetzt. Oh, das sind schon wieder zwei. Ach ja, irgendeine Siedlung wird angegriffen. Sanctuary Hills, da wollten wir sowieso bald hin. Das müssen wir ganz kurz einmal ausschalten. So, nämlich. Rechtes Schienbein. Moment, wir gucken jetzt einmal ganz kurz, was wir da überhaupt haben. Was haben wir denn da? So, rechtes Schienbein. Rechter Arm. Linkes Bein haben wir die Sündsachen und die Glückssachen haben wir am rechten Bein. Hiermit könnten wir aber schneller laufen. Also wenn wir nachher nur noch diese schneller laufen Sachen anziehen, dann sind wir so schnell, dann sieht man das wahrscheinlich im Video gar nicht mehr, wie wir laufen. Also jetzt müssten wir ja schnell sein. Moment. Da kommt keiner mehr hinterher. Und ich glaube, es gibt noch mehr Sachen, die super schnell sind, mit denen wir super schnell sind. Oh nein, wir laufen nach Sanctuary Hills, oder haben wir das ausgeschaltet? Haben wir doch ausgeschaltet, denke ich. Ja. Wir laufen in die richtige Richtung dann. Wir sind so schnell, das kann der Rechner gar nicht verarbeiten. Der ruckelt. Es leckt jetzt die ganze Zeit. Aber wir sind schon, ohne dass wir sprinten, sind wir auch schon fast am Sprinten. Naja, ein Sprint ist es nicht, aber so ein Joggen.
Joggen kann man dazu sagen. Also joggen wenigstens. Wenigstens joggen, joggen wir. Sieht so aus, oder? Ja, weit ist es jetzt nicht mehr. Unsere schönen, sauberen Schuhe. Die Sommerschuhe nämlich. Mitten durch so eine schmuddelige Pfütze da mit Ekelwasser drin. Ach, hier ist das. Moment. Jetzt sind wir hier. Dann ziehen wir uns unsere Glückssachen wieder an. Auch den Hut. Warum tragen wir das hier eigentlich die ganze Zeit mit uns rum? Das gehört nach NB, das ist Nationalpark-Besucherzentrum. Sauberes grünes Kleid, das wiegt doch auch. Naja, 2 Pfund, okay. Okay, wo seid ihr? Ghule. Keiner da. Oh, ja, du hast den Eingang gefunden. Das ist nicht der Eingang, das ist der Ausgang. Kaliber 50? Ja, normal. Ja, okay. Wir machen doch noch was aus dem Commonwealth. Ja, natürlich. Wie hast du dran gezweifelt, Nick? Das gibt's doch nicht. Wie kommst du denn dazu, an so etwas zu zweifeln? Na, wenn wir was machen, dann machen wir es richtig, oder? Natürlich. Ups, so wird's gemacht. So viel Jet. Jet. Okay, was machen wir zuerst? Das Soloband oder... Ja, komm. Erstmal... Polizeirevier Malden Beweismittelterminal. Oh, hoppla. Entschuldigung, das hat etwas. Entschuldigung, so. Polizeirevier Malden. Mit uns ist nicht zu spaßen. Fall 155-H Winters Holoband Aufzeichnungen. Beweismittel Edwi-02. Objekt Holoband 02. Status herausgegeben an Sergeant Sulzbach, Polizeirevier Malden. Beweismittel Edwi-05. Objekt Holoband 05. Status übergeben an Deputy Gold Sheriff, Dienststelle nach Hand. Fall 448-BR. Golds Aufzeichnungen, bewaffneter Raubüberfall. Beweismittel Rigo-00. Objekt eine Schrotflinte, nicht abgefeuert, am Tatort gefunden. Status in der Asservatenkammer des Polizeireviers Malden, Schrank K13. Beweismittel Rigo-01. Objekt ein Überwachungsvideo aus Slocums Joe Donutladen. Status in der Asservatenkammer des Polizeireviers Malden, Schrank B03. Beweismittel Rigon-02. Objekt 4 Zeugenaussagen. Officers West, Sulzbach, Bone oder Boone und Christie.
Polizeirevier Malden. Status in der Asservatenkammer des Polizeireviers Malden. Schrank B03. Und Fall 612-UF. Richards Aufzeichnungen, Urkundenfälschung. Beweismittel Deri. -00. Objekt: zwei gefälschte Zahlungsanweisungen, unterschrieben von Mr. Richards, erhalten von Malden S&L. Status in Asservatenkammer des Polizeireviers Malden, Schrank A01. Beweismittel Deri-01. Objekt: 19.163 gefälschte Zahlungsanweisungen aus Richards Haus. Status in Asservatenkammer des Polizeireviers Malden. Schränke A01-A bis A05, meine ich. Beweismittel Deri-02. Objekt: eine Druckpresse aus Richards Haus. Status übergeben an Staatsasservatenkammer R81-FN5-DRI. Ja, das ist ja mal witzig gewesen. Okay, mir hat's gefallen. Wir hören uns jetzt hier Eddie Winters zweites Holoband an. Nachricht an Robert Cooper. Das war gute Arbeit, Bobby. Die Frau und das Mädchen werden nichts sagen. Keine Sorge. Wenn die Schecks von der dicken Lebensversicherung erstmal kommen, wird sich Mrs. Montrano wünschen, dass ihr fetter Arsch von Mann schon vor 5 Jahren ins Gras gebissen hätte. Und wie es weitergeht, das überlasse ich dir. Strand, Sandwichladen, Schrottplatz, ist egal, wo er landet. Solange Johnny Senior nie herausfindet, was mit seinem kleinen Fleischklops passiert ist, müssen wir uns keine Gedanken machen. Eddie Winter, Ende der Aufnahme. Okay, dann reden wir mit Nick Valentine jetzt. Können wir nicht ein bisschen warten, bis es heller wird? Dann sieht man ihn doch besser. Na, aufgepasst. Egal. Hast du was auf dem Herzen? Hey, Valentine. Also, hast du was für mich? Vielleicht eine Tasche voller Bänder, die einem alten Ghoul gehören? Oh, was stand da? Was stand da? Ich konnte das nicht lesen. Wenn du fortfährst, wird Nick dich verlassen, oder was? Stand das da? Oh nein. Ja, dann werden wir... Nein. Komm. Wir brauchen mehr Zeit. Ich brauche noch etwas Zeit. Gut, dann komm wieder, wenn du alle gefunden hast. Und nochmal versuchen. Aufgepasst. Rede weiter. Nick. Hast du ein paar Bänder für mich? Okay, wird Nick dich eine Weile... Ja, verlassen stand da mit Sicherheit. Brauche mehr Zeit. Ich brauche noch etwas Zeit. Gut, dann komm wieder, wenn du alle gefunden hast. Ja, gut. Wir werden Folgendes tun noch, da wir vielleicht, ja, wir haben sowieso schon überzogen. Ich sag mal, auf die 15 Minuten wird es doch jetzt nicht mehr ankommen, oder? Oder 10 Minuten. Wir werden uns beeilen, dass wir jetzt eben nach Sanctuary kommen. Beeilen heißt, wir werden uns schön umziehen. Und zwar unsere Jogging-Sachen ziehen wir an. Damit sind wir ganz besonders schnell jetzt. Und das war's schon, diese beiden Teile. Okay. Und los geht's. Moment, was ist hier los? Ach so, Nick ist das. Oh nein. Das müssen wir ändern. Tut mir leid, liebe Welt da draußen. Wir können doch jetzt nicht mit Nick sprechen, aber wir können mal lesen, was jetzt überhaupt zum Schluss da noch steht. Ich habe alle Holobänder von Eddie Winter gefunden. Ich sollte sie Nick übergeben. Sprich mit Nick! Okay, das machen wir aber nicht. Wenn er dann verschwindet für längere Zeit, wäre das nicht so. Oh nein. Nicht die. Ich vergaß. Medford Memorial Hospital. Supermutanten. Creeper. Naja, diese Supermutanten Selbstmörder-Attentäter, Selbstmordattentäter, diese Selbstmörder, die mit der Bombe immer rumlaufen. Ja, sind wir denn hier Richtung Westen eigentlich richtig, wenn es nach Sanctuary Hills gehen soll?
Überhaupt nicht. Ja, knapp. Wir kommen zum Starlight Drive Inn und da liegt die Moral ebenfalls auf 60. Das ist schon okay. Irgendwo müssen wir ja mal anfangen. Auf zum Starlight Drive Inn. Was ist das? Ah, da bewegt sich etwas. Naja, man kann ja nie wissen. Vielleicht war das böse, obwohl es war grün. Ja, aber es hat uns noch nicht entdeckt, deswegen war es vielleicht grün. Huhu, so viele Haarblumen. Das ist aber schön hier. Kronenkorken unterm Bett versteckt. Ostern! Okay, weiter geht's. Wir wollen uns nicht allzu lange hier aufhalten. So, Richtung Westen so ungefähr. Joggen wir. Oder sprinten wir vielmehr. Hier müssten Red-Skorpione wie auch Red-Hirsche lauern. Und irgendwie meine ich immer noch, wir haben den Nebel mitgebracht von der Insel. Wir müssen da unbedingt wieder zurück zur Insel schnell. Jetzt sind wir noch mehr als vorher unter Zeitdruck. Ja, weil wir Nick Valentine doch die Holobänder geben möchten. Oh nein. Nick, leg dich jetzt bitte nicht mit denen an. Zu spät, oder? Was ist denn das? Was ist das denn? Das Cockpit von irgendetwas? Nichts mehr zu sehen. Okay, wir sind so neugierig einmal. Ach, guck an. Hier steht so eine Powerrüstung unter Wasser. Haben wir das gewusst? Ich glaube nicht, dass wir damit jetzt sehr viel schneller sein werden. Oder vielleicht doch? Hab mich immer schon gefragt, wie du... Das sieht nicht danach aus. Ja, hier sollte doch schon Starlight Drive Inn irgendwo sein in der Nähe. Hinter dieser Brücke, glaube ich. Was ist da gerade passiert? Dieses Mal. Okay, ja, dann schauen wir uns hier mal um und gucken, was wir hier so anrichten können. Da war doch noch was drauf. Warum hat denn das gepiept? Weil wir das aufgemacht haben, höchstwahrscheinlich. Niemand kümmert sich hier um die Pflanzen. Alle sind deprimiert hier. Bevor wir das jetzt tun,
ist die Folge schon vorbei. Irgendwann ist alles mal vorbei. Und warum ist hier kein aufbereitetes Wasser drin? Oder wenigstens ein paar Kronenkorken? Naja, weil die Moral so schlecht ist vielleicht. Ja, das könnte sein. Das wird auch so sein. Die Raider dachten, wir wären leichte Beute. Jetzt wissen sie es besser. Ach ja, die haben sich ja erfolgreich verteidigt hier. So, 2 Stunden Pofen, damit wir den Nebel irgendwie überstehen hier. Wunderbar, herrliches Wetter. Genauso hatte ich es mir gewünscht. Und mit diesem wunderbaren, schönen Wetter darf ich mich jetzt bedanken für euer Zusehen. Ich sage Daumen hoch für euch, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.